Kraft Regula. Der Chef werde ich mal wahrscheinlich am Wochenende angucken. Bei von Netflix da, der neue Film. So Vampirjäger. Gute Schauspieler, könnte was taugen. Knapp 2 Stunden. Aber mal reingucken. Ah, jetzt kommt's, jetzt ist Anja da. Jetzt. Ich sag doch, bevor ich aufs Klo gegangen bin, da ja Anja nicht da ist, spiele ich halt auch kein Tomb Raider. Hallo. Jetzt habe ich so neu gestartet, ne? Ich möchte auch einen Fisch haben. Ich auch, ja. Wie geht's dir, Anja? Was gibt's nachher Leckeres zum Essen? Erzähle uns von dir. Supi. Freut mich. Da freut sich der Alte. Immerhin habe ich schon 2 Fische gefangen. Zwar nicht hier die absoluten Highlights, aber immerhin, na, immerhin. Yeah. Struggle, struggle, strike. Ach ja, schöne heile Welt, ne? Geh mal da runter, ja. Aber kann ich da das Boot benutzen? Nicht ins Wasser fallen. Ich probiere mal wieder hier meine Made. Die Made ist gut hier. Habe ich jetzt meine Made dran? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, behalten wir das mal im Auge. Ne? Apropos, dieser DJ hat mir eine Nachricht geschickt, wenn du weißt, wen. Ja. Ah, ich habe ihn auch auf YouTube gebannt. Ja. Und was wollte er von dir? Wenn ich fragen darf. Ich hatte ja auf den Keks gegangen. Also der See ist auf jeden Fall mal scheiße, das habe ich schon mal festgestellt. Wenn sie auf meine Made nicht beißen, ja, dann gibt es aber Ärger. Ja. Ich glaube, die wollen nur Regenwürmer da unten. Ich glaube, die wollen nur Regenwürmer. Er hat geschrieben, sorry an euch. Ah. Was schreibt er dir? Oh ja. Selber schuld, oder? Ja, beleidigen lasse ich mich nicht. Dieses böse Wort hier mit O und T und Z, nee, nee. Den falschen Kandidaten ausgesucht.
Ja, um die Uhrzeit glaube ich, da schlafen die Fische noch hier. Ich probiere mal hier die Zuckermückenlarve vielleicht oder mal einen Regenwurm. Ein Gramm nur kurz. Auspacken. Auspacken. Ich nehme mal den hier und mache hier noch einen Köder dran, Naturköder. Ich nehme mal einen Regenwurm, ja. Oder das hier, ja, ich nehme mal das Bodenkäferlarve. Oder ich nehme Regenwurm, ja, Regenwurm. Okay, benutzen. Und jetzt mal im Auge behalten hier. Ah, schön interessant, ja, dass er dir schreibt. Komm, beiß, beiß, hopp, hopp, hopp. Jü. Ola, 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 komm. Ja. Ich traue dem Frieden noch nicht. Ich traue dem. Ja! Auf Regenwurm, da beißen sie ja. Eine Schleie. Auf der Regenwurm. Auf der Regenwurm, ja. Gleich mal rein hier. Das bringt Geld hier, verstehst du ja? Als her mit den Dollars. Nein, mit dem Rubel. Als her mit dem Rubel. Gar nicht so schlecht, ja, Leute. Wo sind die Applausstürme hier? Keine. Der Alte hat Fisch. Biss. Da kann ich mir ja bald eine neue Angel kaufen hier. Ja. Vollprofi, oder? Wollte ich ja gerade mal sagen. Vollprofi. Ich bin jetzt wieder zu weit. Scheiße. Hat er schon gebissen? Ihr müsst mir sagen, wenn wir kurz was machen. Wer da beißt. So. Muss doch auch mal was posten. Oh, biss. Scheiße. Haben wir nicht aufgepasst, haben wir nicht aufgepasst hier.
einmal nicht aufgepasst, Leute. Ich solange mir mein Regenwurm nicht abknabbert hier. Man darf das Ding halt auch nicht aus dem Auge verlieren, ne? Ich wollte doch hier ein Frosch-Emote posten. Ja, was gibt's jetzt nachher bei dir zum Essen, Anja? Mischt. Damn. Wird schon wieder nervös hier. Das sind genügend für. Wir haben schon wieder 10. Das gibt's aber nicht, wie die Zeit vergeht hier. Ja, noch nicht so richtig, noch nicht so richtig. Mal ein bisschen warten, warten, warten. Man braucht halt immer viel Geduld. Scheiße. Knödel, Rotkohl und selbstgemachter Gulasch. Wow. Sag mal, das hört sich jeden Tag so lecker an, was es bei dir Feines immer gibt hier. So lecker hier. Lass es dir auf jeden Fall nachher munden. Um dich herzulocken. Ich koche aber auch, ich koche auch gerne, mache ich auch, lieben gerne, nur ich kann halt nicht. Ohne Zutaten kann ich leider nicht meine wildesten Fantasien hier verwirklichen. Und gerade beim Essen kochen, da kann man so viel Fantasie und Dinge reinmachen hier. Und das bei mir schon alles etwas trostlos, ne? Ja, jetzt, ich glaube, jetzt hat er die Schnauze voll, der Fisch. Als morgen kann ich nicht mehr. Ich glaube, der hat Schnauze voll. Ah, probieren wir es mal da. Lalala. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ja, ich habe schon wieder 11:30, ne? Ruckzuck. Wenn nicht reisen wir woanders hin. Wo wir auch wenig Glück haben.
Die holen da alles Mögliche raus, weißt du? Und meiner einer, jo, der kriegt gar nichts geschissen. Gleich für morgen mit und am Wochenende muss ich mal schauen, was es da gibt. Ja, Weekend. Nee, da geht gar nichts mehr her. Ich glaube, ich gehe noch mal nach Windenbach. Es ist 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags. High Noon hier. Kinders, Kinders, ja. Da machst du was mit dir. Du Russian Fishing. Jo, im Dorf, ja. Wir sind im Dorf, das sehe ich auch. Im Dorf, wir sind im Dorf. So, gucken wir mal. Einmal das hier. Ich nehme die mal, ja. Ja, mal schauen, ob was bei ist, ne? Da käme ich halt überhaupt nicht los, ne? Weil ich das Tutorial nicht angeschaut habe. Mit der Angel. Was ich da machen könnte, ne? Was? Ah, Bremskraft der Rolle. Ah, kann man da. Ah, da brauchen wir jetzt das Rad, das wenn nicht geht. Das geht nur in eine Richtung ab und zu mal. Ja, aber so viel los ist da halt auch nicht, ne? Viel tun, du machst doch nichts hier, ne? Ah ja, beruhigend, ne? Beruhigend. Ah ja, wenn man Gulasch macht, da macht man ja meistens eine größere Portion, ne? Damit es sich auch rentiert. Und dann kann man noch gut 2, 3 Tage essen. Je öfter man ja das Gulasch dann wieder erwärmt, umso intensiver wird auch der Geschmack, umso besser, ne? Schon wie bei jedem Eintopfbau, ne? Je mehr man aufwärmt, umso besser wird er. Jo. Jo, das Pferd ist auch wieder da. Hallo Pferd. Nvidia, 40 Minuten. Also das funktioniert halt immer noch nicht, gell, mit der Angel. Mit der Angel will das nicht hinhauen, ja. Na, das ist nichts. Mit der kommen wir nicht zurecht. Nee, 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 nee. Ich probiere meine alte Ding da aus. Ja. Mal schauen, vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich ja Glück.
Aber da flutscht man halt das Ding weg, ne? Da werde ich, glaube ich, schlechte Karten. Oh, oh. Na, hat er gedacht. Oh, wo bin ich jetzt? Hoppla. Jawohl. Maybe. Mal die Kacke hier im Auge behalten, ja. Treibangeln. Ah, nicht so gut, ja. Ich glaube, das wird hier, da hier in dem Scheißwasser nichts. Nee. Not so right. Ah. Ja, weil ich gehe aber woanders hin. Zum Moskito-Ding da. Neues Level 3. Yippie! Yippie, ey, Schweinebacke. Ab hier in Kescheuer. Ah, hab doch gewusst hier. Hätte mich ja gewundert hier. Der Jäger und Sammler her. So ein schönes Lachs, aber nicht dumm her. Boah. Oder so ein paar Scampi. Der wäre geil, ja. Will keiner mehr, oder was? Hallo? Fisch! Fisch! Beiß! Bist drin hier, du? Komm her, du. Drecksau. Hey, Unterwasserwelt. Es gibt Frischfleisch. Ich hab Schweinegeld dafür bezahlt, ne? Hallo? Ah, probier mal. Probier mal. Ich probier mal die Zuckermücken da, oder? Ich probier mal mein Brot. Ah, Zuckermücken. Ich probier mal die. Probier mal die. Vielleicht sind sie da ein bisschen schleckrig, ja, die Dinger. Wer weiß, wer weiß, ja. Komm, gibt lecker hier alle Mücken, Pampe da, ne? Jetzt hab ich nicht so hier. Morgen gibt's nichts zum Essen hier. Hallo? Ah. Halb vier? Na, wollen Sie nicht so richtig, ja? Haben sie, glaube ich, keinen Bock drauf, ja. Los, rinde mit dir.
visuell, ja. Nee. Euch gebe ich nichts mehr her. Verhungern soll, naja. Und mit der anderen kriege ich halt überhaupt nichts auf den Schissen, ne? Mit der anderen kriege ich null. Na, probier mal die. So, jetzt gibt es wieder lecker Maden hier. Weh nicht hier. Da wird der Alter was sauer, ja. Sag's euch. Wer ist sauer? Und gibt's sonst hier irgendwas bei euch Neues zum Erzählen? Haben wir mal eine Frage gestellt, ne? Man fragt halt mal, ja. Obwohl, Frage? Schwierig. Nie. Da war doch die rote Kaka da noch am besten hier, ja. Okay. Fort mit. Ich gehe mal hier alte Festung. 97, ich reise mal. Um dieses Gewässer zu betreten, müssen Sie Spielerlevel 12 erreichen. Spielerlevel 12. Spieler Level 12. Ich reise zum Moskitosee. Spieler Level 12. Ich bin bei 3. Schnappatmung. Und kein Plan, der Kerl. Wie bin ich eigentlich auf Level 3 gekommen? Frag ich mich. Aber da kann ich wenigstens meinen Fisch verkaufen. Da habe ich den nämlich mal weg. Alme. Der war's. Der war's, gell? Ne, das war der Werkzeugladen. Das war der Fischmarkt. Ah ja, steht er da. Oh, das gibt 7 Rubel. Geil, 7 Rubel. Und der bringt 6 Mini-Cent-Rubel. What? Ich freue mich da, schöner Fisch. Oh. Toll. Ich habe gedacht, ich bin jetzt voll reich hier. Ja, scheiß mich zu, ja. Toll. Wunderbar, ja. So kann man sich täuschen, ne? Die haben mich doch mit Sicherheit über den Tisch gezogen, die Ärsche, oder? Sie müssen das Feuer anzünden, naja klar, also Y. Streichhölzer. Also wer irgendwelche Fragen hat oder so, einfach rauszufinden, ne? Ich stehe Rede und Antwort. I try my best hier, ne?
Weil nebenher kann ich ja mir noch Pediküre machen. Haare schneiden. Rasiert haben wir gestern noch. Ja. Ja. Heute gab's was zum von Mama. Hallo Rosti, wenn die Posse liegt in der, ist der Köder auf dem Grund. Ah. Oh, ich habe einen Fisch. Hoppla. Hoppla, wo kommt denn der her? Wo kommt denn der her? 694 Gramm. Schön, ne? Das ist mal ein schöner Fisch, ja. Holy shit, ja. Ja, lecker mio, ja. Da liegt der ja schon wieder. Ja, ich kenne mich da halt auch nicht aus, ne? Aber der war jetzt ein cooler Fisch, ja? Ah, nervös, nervös, nervös. Leicht nervös. Ah, 335 Gramm, jo, als Rind mit. Ja, gar nicht mal so schlecht, Alter. Ja, jetzt geht's ab, ja. Können wir schon mal die Nachbarn einladen, ne? Es gibt lecker Fisch am Wochenende. Juppie. Ja, der Räucher. Ich habe noch einen Räucherofen daheim in der Küche. Am Grund sind die meisten Fischis. Ah. Ich könnte jetzt hier da hinten mit meinen Angeln, die ich noch habe, dekorieren. Mein Hintergrund, meine Angeln aufstellen. Von früher. Habe ich glaube noch, drei habe ich glaube noch. Zwei lange und eine kleine. So fürs Handgelenk, für die Handtasche. Von früher noch, ja. Traue dem Frieden noch nicht so ganz. Ah, der ist schwer. Oh. Nein, nicht so oder über Burner. Macht schon Laune, ja. Wenn man was fängt, macht es immer Laune, ja. Aber dass ich mit der normalen Angel absolut keinen Plan habe, I don't check it here. Da beißt ja gar nichts drauf, ne? Mit der großen, wo man da. Komisch eigentlich hier. Ja. Ah, ich glaube, bei 97 war noch besser. Irgendwie. War ein bisschen besser, ja. Ja.
Oder noch einen anderen Köder noch mal probieren, vielleicht. Ist halt ein schönes, beruhigendes Spiel, so, wo ich da halt konzentriere, weiß was nicht. Aber wenn man einen Plan hätte, gerade so mit den Haken, mit den Ködern, mit den Schnüren, mit der Angel, mit allem anderen, aber da, das ist für mich eh zu viel Input. Da bin ich raus. Jetzt will ich nicht mehr beißen, ne? Ich glaube, sie haben den Braten gerochen hier. Leichte nervöse Zuckung. Aber nur leichte. So. Ah, das war ja ein Kind. Ach komm, Rimmel. Ich brauch Geld, ich brauch Dollars. Ja, behalte mal das Ding mal im Auge. Aber so schöne Landschaft. Der Rubel rollt. Die Community überschlägt sich. Was will man mehr, oder? Als Influencer. Was will man mehr? Halb neun, ja, jetzt sind wir dann die Uhrzeit, ne? Wenn es jetzt wieder dunkel wird, Muss ich eigentlich in dem Spiel auch was selber was essen und trinken? Ah ja, da unten steht es ja, ne? Gesundheit. Ich glaube, da sollte man vielleicht mal. Oder schlafen, ich weiß ja gar nicht. Kann man das? Wo ist er? Hey, wo ist meine Angel? Hallo? Was? Und wegen dem habe ich so einen Stress gemacht. Wegen so einem popligen Rotauge, oder was? You asshole. Eine Kinderrotauge. Als ob, Herr. Ich habe jetzt schon gedacht, ich habe hier einen Moby Dick dran hier. Oder einen Captain Ahab. Es gibt schöne Gewässer, ja, aber dann kann ich erst ab Level 12 hinreisen. Ich bin ja Level 3, da kann ich noch gar nichts. Ich bin ein Noob. Noob! Ah, zu früh, Scheiße. Scheiße. Zu früh. Die Gier war wieder schneller. Die Gier. Ich probiere jetzt noch mal die andere Angel aus, aber da hätte man vielleicht Tutorial anschauen sollen. Ah, noch 20 Minuten. 20 Minutes. Ah, Mann, alter Mann, war doch ein bisschen hier, du Penner. Immer diese Gier hier. Der Fisch wollte gerade beißen, da ziehe ich ihm das Essen vom Teller, gell? Macht man das? Macht man doch nicht, Rosti, Mann. Hosenfischen braucht Geduld. Geduld. Fremdwort.
Geduld habe ich nur beim Essen. Da habe ich die Ruhe, die innere Ruhe. Das grenzt schon fast an Meditation, wenn ich esse. Wenn es was zum Essen gibt. Posen kann ich auch. Ah, ich probiere mal die andere Angel. Die Angel, mit der ich überhaupt nicht zurechtkomme. Mit der her komme ich ja absolut nicht zurecht. Absolut nicht. Ich kenne mich mit der Null aus. Null. Halte mal Shift beim Auswerfen, dann kommst du etwas weiter. Ah! Ah! Ich glaube, ich habe einen Fisch. Nö. Nö. Ah, Shift. Danke für die Information. Und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll, ne? Weil ich das Tutorial nicht angeschaut habe. Sind wir mal ehrlich, das war halt nichts, ne? Ich habe gedacht, das geht dann halt auch so locker flockig, ne? Und diese Route ist eine Spinnangel, damit kurbelst du, um einen Spinner zu bewegen. Ah, ja. Erfolg null negativ. Mit Glück weiß man, so nachts hat man keine guten Karten. Hat man keine guten Karten, da Fische den Spinner nicht gut sehen, ja. Ja, da ist halt wieder das, ne? Aber jetzt, danke für die Information, jetzt weiß ich schon mal mehr wie vorher. Thank you very much for the helping here, ne? Thank you very much. Ja, kann man die Zeit nicht irgendwie vordrehen oder so? Geht es nicht bei dem Spiel? Dass man mal wieder morgen wird, weil jetzt haben wir 23.22 Uhr, ne? Nope. Man kann sich da nicht mal einen ansaugen gehen in der Kneipe, ne? Aber ich glaube, ich sollte mal was essen hier. Weil da sagt er nämlich hier bei Messer und Gabel, so langsam kommt das Hungergefühl, ne? Und
Dann könnte ich nämlich meinen Fisch verkaufen noch, ja. Aber wir haben ja ein Taschenlämpchen. Und ein Waller wird halt nicht hier beißen, ne? Hier kann man nicht verhungern. Ja, aber die Anzeige da unten von Messer und Gabel ist das doch, oder? Die zweite Anzeige da neben dem Level. Die ist ja schon ziemlich weit unten, ne? Ja, das ist Messer und Gabel, ja. So. Schwimmen, Waren leben auch, ne? Man muss halt ein bisschen den Gürtel enger schnallen, da gibt es nichts zum Essen. Gibt Diät. Diät. Ah ja, Scheiße, der nachts ist halt Müll, ja. Nachts ist Müll. Keine Holzhacken, ja. Ah, da kann ich Gegenstände ablegen. Zelt leer, ja. Zelt leer wie Flasche leer, ja. Könnte einen Fisch auf den Grill werfen, ja. Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe Angst im Dunkeln. Hallo Baum. Hallo Hund. Hä? Ah ja, verkaufen ja. Verkaufen 52 Cent. Der bringt 6 Cent, ja geil. Der hat sich gelohnt. Ein Rubel hier oben, merci. Wieder nur eineinhalb Rubel. Ja, leck mich doch her. Ein Rubel 88, ja schön hier. Einmal Gulaschkanone am Tag essen for free im Dorf. Oh. Wo ist der Gulaschkanone? Das ist der Bootsverleih. Kaffee. Im Kaffee können die Fang verkaufen, um die Voraussetzungen für die jeweiligen. Kaffee. Getränkeautomat. Gibt's kein Wodka? So eine Scheiße. Schau dich mal um, weiß ich gerade auch nicht aus dem Kopf gehabt. Ne, da gibt's ja jetzt dann hier Fischmarkt. Da kommt jetzt hier der Werkzeugladen, ne? Lebensmittelgeschäft und dann den Werkzeugladen und hast du nicht gesehen? Nach Preis? Das ist alles zu teuer, ja, brauchen wir nicht, ja. Das ist der Werkzeugladen. Werkzeugladen. Dann hier das Angelgeschäft. Angelgeschäft. Speisen. Warme Speisen erfolgreich. Essen.
Ah, das war's, das war's. Essen ist nur einmal am Tag erhältlich. Ah, also der Laden da. Eat for free. Das war's. Ah ja. Okay, jetzt haben wir sie. Jetzt ist unser Hunger auch gestillt unten links. Leiser, da ist er. Kann man da hinsetzen? Was ist denn das immer für ein Düdüt? 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 Was ist denn das schon wieder? Düdüt? Was ist für Geräusche? Ja. Eine Stunde Real Life. Im Haus brauchen wir nichts machen. Verwaltung, mal die Verwaltung, ja. Das habe ich doch schon, die Karte. Der Moskito habe ich doch schon gekauft, oder? Aber so ist ganz witzig, ja. Präparaturladen. Als ob ich mir hier meine kleinen Fische noch präparieren lassen würde. Ich möchte Flucht, ah ja, no trespassing, ja. Ich möchte fluchtartig das Gelände verlassen. Hoppla. Werkstatt. Na, brauche ich nichts hier reparieren. Ja. Ah, vielleicht mal, was habe ich? Ich weiß gar nicht, wie viel Dollar ich habe. I don't know. Bahnbrücke, jo, Bahnbrücke. Ich baue mir gleich eine Brücke. Ich gehe mal ins Angelgeschäft. Ich habe 45 Rubel. 635 Rubel. Rabatt. Ja, kaufen kann ich halt wohl nichts, ne? Das sind ja Preise ja da. Posen, Angelset, Start. Posen, Angelset, Start. So ein Pro Start Plus. Aber so ein Posen Angel Set, was heißt denn das überhaupt? Brauchen wir nicht, oder? Express Fishing T-Listing. Das muss man dann wieder eh alles so selber zusammenbauen, ne? Auch hier mit Schnüren, mit hier etc. etc., um sich dann so eine eigene mal zusammen zu basteln, wie man so will. Aber da bin ich ja total hier. Bolognese. Köderfischposen. Firefly. Boah, sind das Preise? Ja, was ist Scheiße, was Geld oder was? Hallo? Ja, ihr seid ja hier wohl vom wilden Mörtel verhörtet. Waglampen? Preise, ja, ich glaube so oder nicht. Die haben den Schuss nicht gehört, ja. It's unbelievable.
sind alle bekifft hier. Erstmal nur sparen, ja. Naja, bei den Preisen hier, verstehst du? Da wird's ja auch schon bange, ja. Wenn du mal so ein Pro-Set hier, das kostet schon mal 700 Rubel, ne? Hab, wie viel Fisch muss ich da fangen? Ich meine, es geht jetzt eh nur noch hier drei Minuten, ne? Aber ich mache mir es auf den Rechner. Wenn ich es mal wieder spiele, dann kann ich es länger am Stück spielen. Weil das Spiel müsste eigentlich mein Rechner auch noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Weil ein Mischer kriegt er auf die Reihe. Also so grafisches Monster ist er jetzt nicht, ne? Also ich muss aber ehrlich sagen, da hat mir der Bassmaster 2022 besser gefallen. Alter, ich mache ja nur das Spiel ab. Ich mache nur das Spiel ab. Ich bin ja noch weiter live. Aber ich spiele es ja über GeForce Now und jetzt immer so eine Stunde, ne? Und da müsste ich jetzt nochmal neu starten, aber das war mir jetzt keine Lust. Das dann nochmal neu zu starten. Ja. Aber wünsche auch hier ein gutes Nächtle, ne? Ein Thank you for the helping, ne? Bleib brav und Gott ist treu. Wettervorhersage. Ah ja, aber trotzdem war es ganz unterhaltsam, fand ich. War ein langer Tag. Dann schlaf gut und sweet dreams, my friend, ne? Petri, Dank. Ja.